Ja, Entschuldigung, dass ich mich auch noch mal zu Wort melde, meine Damen und Herren. Aber die aktuelle Situation oder das Ergebnis des heutigen Spiels hat mich eigentlich dazu bemüßigt, einfach auch mal meine Gedanken darzulegen. Erstmal möchte ich mich bei allen zahlenden Gästen, und da meine ich denjenigen, der die normale Stehkarte kauft, da meine ich die Dauerkarteninhaber, da meine ich die Sponsoren, entschuldigen für die Leistung unserer Mannschaft am heutigen Tage. Ich denke, wir alle wissen, dass gute Stimmung nur über gute Spiele und über Heimsiege erfolgen. Das haben wir in dieser Saison noch nicht geschafft. Und das stimmt mich unheimlich traurig. Und ich kann Ihnen versprechen, und wir werden den Druck auf die Mannschaft entsprechend erhöhen, denn da sind Sie jetzt in der Bringschuld, endlich auch zu Hause mal die Ergebnisse zu bringen, die uns dann auch wieder Zuschauer in die Halle bringen. Es kann nicht sein, dass das mit einer gewissen Einstellung in das Spiel gegangen wird, nur weil das eventuell eine Mannschaft ist, die unter uns in der Tabelle steht. Man muss heutzutage in der Handball-Bundesliga jede Mannschaft ernst nehmen und immer 100% geben und sich hinterfragen, tue ich alles dafür, damit mein Nebenmann in der Abwehr im Angriff erfolgreich spielen kann. Und dieses Gefühl hatte ich heute leider bei unserer Mannschaft nicht. Das wollte ich einmal loswerden. Wie gesagt, ich kann mich nur entschuldigen für die Leistung der Mannschaft, aber ich verspreche Ihnen, es wird besser. Dirk wird die richtigen Mittel wählen und die richtigen Worte finden, damit wir in Zukunft erfolgreich spielen können. Dankeschön.